Es wird erzählt über Rabbi David Abu Derhem. Diejenigen, die mit Yosef die Halacha lernen, sind sehr oft mit dieser Persönlichkeit begegnet. Rabbi David Abu Derhem, übrigens, Rabbi David Abu Derhem, er hat gelebt im 14. Jahrhundert. Er hat geschrieben ein Buch, er hat viele Gesetze niedergeschrieben, auch ein Buch, wo er das Gebet einfach erklärt. Das Gebet einfach erklärt, genau wie man richtig betet, die Wörter, dass man das versteht, was man betet. Und er ist auch derjenige, der gesagt hat, also von die Quelle hat er gebracht, dass man, wenn man seine Fingernägel abschneidet, dass man sie abschneidet, nicht der Reihenfolge nach, sondern zuerst eins, nachher eins da drüber, nachher noch eins darüber, nach eins, und nachher, dass es nicht eins hintereinander ist. Ja? Und dass man nicht Hände und Füße am gleichen Tag macht. Das ist Rabbi David Abu Derhem, obwohl Arizal hat das nicht gemacht. Nochmal, Rabbi David Abu Derhem, er wird sehr oft erwähnt, dieser Rabbiner, großer Rabbiner, wird sehr oft erwähnt in den Poskim, mit Yosef und so weiter. Sehr große Autorität. 14. Jahrhundert hat er gelebt und er selber ist nicht so wie heute die Rabbiner, die sitzen und lernen den ganzen Tag, sondern er hat auch gearbeitet. Was war sein Job? Er hat Gewürze verkauft. Gewürze verkauft. Rabbi David Abu Derhem, irgendwo im Naschmarkt hat er gehabt einen kleinen Stand und Gewürze verkauft. Und damals hat man, also es steht bis zu heute in den Gesetzbüchern, steht bis zu heute geschrieben, und ich glaube, es gibt einige Länder noch, wo die eine Einheit, also von der Waage, ist Derhem. Es gibt Gramm und Derhem. Also älteren Büchern, man rechnet alles mit Derhem. Ja, zum Beispiel 9 Derhem, das ist dieses Kaseit. Wie viel ist Kaseit? Eine Olive, das ist 9 Derhem. Ein Derhem ist ca. 3 Gramm, ja, plus minus 3 Gramm. Und so berechnet man Kaseit, Kabeza, laut Derhem, was damals war. Und er hat Gewürze verkauft. Eines Tages kommt zu ihm einer, und ein Chico kommt zu ihm hin und kauft bei ihm Gewürze. Kauft ihm Gewürze, kauft, verkauft und sicher. Auch in der Arbeit, sein Kopf war die ganze Zeit in der Tora. Und am Abend Tora gelernt. Und er verkauft ihm und Rabbi David hat sich mit einem Dirham hat er sich verrechnet, verzählt. Das heißt, er hat ihm 3 Gramm weniger Gewürze gegeben, als er ihm geben sollte. Alles abgeschlossen, dieser Goy geht weg. Und er rechnet danach, Moment, ich habe mich geirrt. Um ein Dirham habe ich ihm zu wenig gegeben. Er nimmt sofort ein Dirham von dem Gewürz und läuft und sucht ihn im ganzen Markt. Wo ist dieser Chico? Chico, Chico. Und er wieder, komm mal. Ich habe mich verrechnet. X plus Z und so weiter. Ein Dirham, ich schulde dir, bitte nimm diesen Dirham. Dieser Goy schaut ihm an. Moment, dafür bist du jetzt eine Stunde gelaufen, mich zu suchen? Für 3 Gramm Gewürze? Ich sagte, ja, aber ich habe einen Gott über mich und din pruta ke din mea. 1 Cent und 1 Million, ob du stiehlst 1 Cent oder du stiehlst 1 Million, beides ist Stehlen. Und auch das ist ein gewisses Stehlen. Ich will rein sein vor Gott, deswegen nimm das. Dieser Goy nimmt diesen einen Derhem von den Gewürzen, kommt nach Hause, er kann nicht schlafen. Er sagt, oh mein Gott, gibt es überhaupt heute solche Menschen, die so treu sind? Was für ein Volk ist das? Das jüdische Volk, ist der Bachsche Molad. Allahu Akbar. Er kommt am nächsten Tag zum Rabbiner. Quod Rav, ich will übertreten, ich will Gyur machen. Warum? Warum? Erzähl die Geschichte. Man hat gesehen, er meint es ernst. Er hat gelernt, hin und her, da gekommen, hat Gyur gemacht, ist übergetreten. Wegen was? Wegen dieser 3 Gramm Gewürze. Und jetzt muss man seinen Namen wechseln. Welchen Namen hat man gewechselt? Er sagt, ich bin wegen Derhem, bin ich übergetreten. Mein Name soll sein Derhem. Derhem, komm mal her, Derhem. Man hat ihn genannt Derhem.
Rabbi David, ab dem Zeitpunkt, alle haben gesprochen, hey, schau, Derem, und wer ist das? Abu Derem, das ist der Vater von Derem. Weil der Rav ist so wie der Vater, und deswegen Abu Derem, Rabbi David, Abu Derem. Der Vater von den Derem. Das heißt, dank ihm, 3 Gramm Gewürze. Was ist 3 Gramm Gewürze? Jeder vergisst es und keiner merkt es, aber trotzdem, das gehört ihm, war anständig. Schau, wozu es gebracht hat. Eine kleine Tat von ihm, eine ordentliche Tat von einem Juden, die eigentlich selbstverständlich ist, hat dazu gebracht, dass dieser eine Goy übergetreten ist. Und deswegen wurde er Abu Derem, Rabbi David Abu Derem.